So, liebe Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz, ob jetzt hier diese Quest irgendwie entbuggt wurde, aber dem scheint nicht so zu sein. Hier müsste theoretisch der Questgeber stehen, er steht hier allerdings nicht. Und das bedeutet, dass hier entweder, dass ich entweder an einem falschen Platz bin, oder ich weiß es nicht. Deswegen google ich da jetzt einfach mal. Am Tempel von Faladora. Wo ist denn der Tempel von Faladora? Gucken wir einfach erstmal Faladora. Tempel von Faladora. So. Schauen wir doch mal. Hier haben wir auch direkt die Quest. Kommentare. The portal you should use is actually labeled Felanar and it takes you to the underground. Do not fly to Iron Grove Retreat. Okay. Das bedeutet. Oh. Lass uns mal hier ein bisschen aus dem Maul bekommen. Aber wir müssen auf jeden Fall unterirdisch. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier irgendwie eine PvP-Belohnung haben. Das muss ich halt jeden Tag einmal kurz nachgucken. Aber auch hier scheint dem wieder nicht so zu sein. Das bedeutet, einmal kurz nach Suramar. Beziehungsweise nach Shalanar in Suramar sind wir ja schon. Ist für mich immer ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden. Ist Suramar jetzt das ganze Gebiet oder ist Suramar die Stadt? Da kann man auch wieder drüber streiten. Weil eigentlich ist das ja die Stadt, aber wie nennt man denn das ganze Gebiet? Das ganze Gebiet heißt Suramar und die Stadt heißt Suramar. Ja, pf, keine Ahnung. So, Falana, Falana, Falana hier, Falana. So. Obviously. Und hier ist er auch direkt. Wie lustig. Na gut. Und wollen wir Ich mal. kenne meinen Weg. Quest beenden. Oh, gleich zwei Stück. Andet oder tief. Bruchstücke der Katastrophe. In der nächsten Halle ruhen die Überreste des gefallenen Arkandor. Ich werde einige dieser Fragmente des kristallisierten Baumes an mich nehmen und sie studieren. Wir müssen herausfinden, was hinter dieser Zerstörung steckt. Nur so können wir vielleicht verhindern, dass sich diese Katastrophe wiederholt. Wir müssen in Erfahrung bringen, warum der alte Wieso kriege ich Arkandor die jetzt zweimal? versagt. Seine Überreste könnten uns Antworten Ah, liefern. hier. Die Splittermeiden. Ich durchstreife schon lange dieses Land und habe viele Arten der Verderbnis gesehen. Die Kreaturen in dieser Halle wurden von der Magie des gefallenen Arkandor verderbt. Die Dyraden sind vom Weg abgekommen und können nicht gerettet werden. Ihr müsst sie vernichten und ihr Leiden beenden. Lebt wohl. Na gut. Dann wollen wir mal. Jetzt ist die Frage, geht's hier runter? Ich denke ja, wir müssen hier runter. Aber erstmal nehme ich mir hier jetzt noch den schönen Mana-Kristall mit. Uraltes Mana, wann immer ich es bekommen kann. Und da haben wir auch die Dyraden. Und da sind diese kristallisierten Rinden, die wir brauchen. Vor vielen Jahren rasteten die Ausgestoßenen aus der abgeschirmten Stadt hier. Manche viel Leben. Fällt mir gerade mal einfach so Mitleid auf. ergriff mein Herz. Ich teilte das uralte Geschenk mit ihnen. Jetzt gibt es erstmal nochmal einen Schwarzblitz hier. Schwarzblitz erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den früheren Frostfeuerblitz. Ist auch irgendwie so lustig, wenn wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern. Wenn man sich so alte Parts anguckt und wenn man dann zum Beispiel ins Interface von vor, sagen wir mal, 700 Parts guckt und dann mal so schaut, was sich alleine auch schon an Abilities über die letzten 2-3 Jahre verändert hat, ne? Ist es doch immer wieder überraschend. Dafür mein Trinket benutzen.
Es sollte nicht lange dauern, dann wurde der Baum schwach. Wir müssen sogar gar nicht darunter. Schon das letzte Bruchstück. Der Arkandor starb und ein Blitz aus wilder Magie verderbte die Bewohner von Falanar. Die Faldorei sind mein Versagen. Dann gebe ich die scheiß Quest denn jetzt eigentlich ab? Oder muss ich direkt zurück? Arbeit abgeschlossen. Ne, wir müssen jetzt zurück, nehme ich mal an. Grüße. Komischerweise kann ich mich nicht mit Pharaon Dien gerade quatschen. Warum auch immer. Wahrscheinlich muss ich ihn einfach hier zurück zum... Ja. Arbeit abgeschlossen. Zum Portal begleiten. Okay, die gibt man auch direkt hier ab. So. Habt ihr die Splitter? Du hast doch gesehen, wie ich sie eingesammelt habe. So, und hier auch nochmal die Splittermeiden-Quest. Sehr schön. Noch weniger Arkandor als je zuvor. Ich hoffe, euch ist jetzt klar, was auf dem Spiel steht. Kommt, für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir treffen uns in Shalanar und beraten, wie es weitergeht. Verfolgt euer Ziel. Einfache Quest. Wirklich einfach. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Der smaragdgrüne Albtraum, der Stoff der Träume. Das ist ein Raid, ne? Dieser Arkandor gehört zu einer uralten Art. Sie wurden nicht gezüchtet, sondern erschaffen. In ihnen verband sich das Arkane mit der primitiven Macht der Druiden zu etwas, das größer war als beide zusammen. Das Arkane wird ihn bald vollständig verschlungen haben. Wir können das Gleichgewicht wiederherstellen, aber dazu bedarf es wilder Magie. Magie, die in einem anderen Reich gefangen ist. Ihr müsst euch in den smaragdgrünen Traum begeben. In die unberührte und reine Vision von Azeroth und die Essenz des Lebens hierher zurückbringen. Nur dann wird sich der Arkandor wieder stabilisieren und erneut erblühen. Das ist eine verschissene Raid-Quest. Das ist ätzend. So, erstmal hier. Ast des Arkandor. Ihr habt den Zauberstein von Keldanath benutzt, um zahllose Verdorrte zu besänftigen. Doch er enthält nur einen Bruchteil der Macht des Arkandor, die seiner schlummernden Saat entzogen wurde. Talysra hält einen glänzenden weißen Ast empor. Der hier fiel aus dem Baum. Obwohl er abgetrennt wurde, ist er nicht tot. Unsichtbare Magiefäden halten die einzelnen Stücke des Arkandor zusammen. Ich habe diesen Ast ein weiteres Mal mit Keldanath-Bezauberung verzaubert. Damit könnt ihr die Arkane-Essenz von noch mehr Verdorrten heilen. Setzt ihn weise ein. Suramar muss frei sein. Okay. Vertraut nicht jedem. Ja, leider, leider. Gucken wir jetzt, Suramar. Der Arkus, wir müssen ins Arkus und wir müssen in den scheiß Smaragdgrün-Albtraum. Geil. Richtig ätzend, kann ich euch sagen. Das ist richtig, 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 richtig beschissen. Da werde ich mir auch noch mal was überlegen müssen, wie ich damit zurechtkomme. Ich benutze jetzt erstmal die ganzen Items, die ich hier habe. Ist ja doch einiges. Ah, hier gibt es sogar noch mal Ruf bei den Nachtsichtigen. What the fuck? Okay, das war's, ne? Ja, mehr haben wir hier nicht. Ja. Wenn ich jetzt mal kurz gucke, smaragdgrüner Albtraum. Xavius töten. Ganze 40 verfickte Minuten. Ich brech ins Essen. Scheiße, verdammte.
Ja, da müssen wir hin. Die Frage ist, ob man das wirklich braucht. Oder ob ich diese Quests hier machen muss. Das wäre auch möglich. Ich bin gerade ein wenig irritiert. Erstmal hier den Shit verkaufen. Danke. So. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Den Schwamm kommt hier hin, das hier hin, so. Zack, zack. Also, ich habe mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze hier weitergeht. Also uns fehlen ja noch ein paar... ein ganz klein wenig paar Quests hier in Suramar. Ja, um genau zu sein, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5, 5 aus... Ich weiß halt nicht. Sind das hier Dinger, wo ich dann auch nochmal einen Fortschritt bekomme? Oder muss ich echt diese verschissenen Raid-Missionen machen? Mögen euch die Sterne. Ich räume jetzt erstmal hier das Lager auf. Kann ja echt nicht angehen. Irgendwie werde ich das noch herausfinden, wie ich an die anderen Quests komme. Aber es fühlt sich irgendwie so an, als ob wir noch unfassbar viel machen müssen. Und das ist irgendwie nicht nice. Während wir uns aus Valshara zurückgezogen haben, wurde unsere Gruppe kurzzeitig durch eine Auseinandersetzung mit einigen Satyren an der Grenze getrennt. Einer von uns hat es nicht bis hierher geschafft. Mythandros Bruder. Kalendros. Ich möchte euch bitten, zu versuchen, ihn zu finden. Durchsucht die Wälder kurz vor der Brücke, die zurück nach Valshara führt. Die Göttin schütze euch. Es gibt sogar noch eine. Wie darf ich helfen? Bei der Errichtung eines Mondbrunnens muss man als erstes den Segen der heimischen Tierwelt erhalten. Unsere friedliche Koexistenz hängt von ihrem guten Willen ab und ein Mondbrunnen gedeiht durch diese Energie. In Verbindung mit Elunes Licht kann ein Mondbrunnen seine Umgebung über Jahre hinweg läutern. Zunächst müssen wir also Kreaturen finden, die uns ihren Segen geben. Wir können mit diesen Eulenkätzchen beginnen. Sie rannten bei euren Aufräumarbeiten davon, aber ich sah eines direkt vor der Brücke sitzen. Versucht herauszufinden, wo es lebt. Elune, erleuchte euren Weg. Oh, das ist aber eine süße Quest. Ich frage mich halt. Achso, hier, so geht der Shit. Müssen wir irgendwie über die Brücke locken, ne? Oder wie war das? Ja. Und da hinten ist dann seine Familie. Das habe ich schon mal durchs ganze verschissene Lager gescheucht. Ja, du sahst geradeaus weiter. Ah, jetzt kriegt's das hin. Ah, sehr schön. Wieso wollte er jetzt nicht? Ah, jetzt. Muss es erst hier hinkommen. Arbeit abgeschlossen. Elune sei mit euch. Also, das nenne ich eine interessante Wendung. Während ihr euch um das davongelaufene Eulenkätzchen gekümmert habt, habe ich mich ein wenig umgesehen. Anscheinend haben diese neugierigen Wesen die Angewohnheit, den wachsamen Blicken ihrer Eltern zu entfliehen. Einige wurden jedoch des Weges von einem umherstreifenden Ätin eingefangen. Es scheint sie wohl, nun ja, zu fressen. Wir können uns Jaulons Segen verdienen, indem wir seine Kinder heimbringen. Viel Glück. Oh, was für eine ätzende Quest.
Das ist nicht geil. Na los. Come on, was ist, bist du denn für einer? Na also. Das Vieh hat auch noch Schiss hier. Okay, da haben wir den ersten. 7 Stück, habt den Arsch offen. Sieben Stück, ich glaube es ja nicht. Na gut. 2 haben wir schon. Liebe Leute, ich mache dann dennoch an dieser Stelle einen kurzen Cut. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Und bis dahin würde ich mal sagen, macht's wie immer gut. Ciao.